Chopper wird Nelson Piquet. Aber diese beiden liegen so weit hinten, sie werden nach menschlichen Ermessen mit dem Ausgang dieser Formel-1-Weltmeisterschaft 1988 nichts mehr zu tun haben. Denn auch bei diesem großen Preis von Frankreich haben die McLaren Honda ihre drückende Überlegenheit klar bewiesen. Nur ein einziger, nämlich Michele Alboreto als Dritter, ist mit ihnen noch in der gleichen Runde ins Ziel gefahren. Alle anderen wenigstens eine Runde zurück. Und damit, meine Damen und Herren, geben Christian Danner und ich zurück in die Sendezentrale. Also McLaren Honda weiter ungeschlagen. Und das nächste Rennen findet am 10. Juli in Silverstone statt. Noch ein Wort zu der schlechten Tonqualität. Es lag nicht in unseren Händen, sondern in denen der französischen Kollegen. Und in dem Moment sind wir vom ZDF machtlos. Einige Nachrichten. Der Spanier Alfonso Pons gewann am Sonntag in Spa beim großen Motorradpreis von Belgien das Rennen der Klasse bis 250 Kubikzentimeter. Titelverteidiger Anton Mang belegte hinter dem Schweizer Jacques Cornu den dritten Platz. Reinhold Roth aus Amzell wurde übrigens Vierter. Überschattet wurde das Rennen durch einen schweren Unfall, bei dem Martin Wimmer und der Italiener Loris Reggiani jedoch relativ glimpfliche Verletzungen erlitten. Man spricht von einer gebrochenen Rippe bei Martin Wimmer und der Italiener wurde mit einem gebrochenen Fuß ins Krankenhaus eingeliefert. Wimbledon, heute stehen immerhin 4 von 5 Entscheidungen an. Um 13 Uhr wurde das Herrendoppel fortgesetzt auf dem Court Number 1. Danach wird das Mixed ausgetragen und um 15 Uhr Boris Becker gegen Stefan Edberg im Endspiel von Wimbledon. Die ARD überträgt live von 15 Uhr an. Und im Anschluss daran hat Steffi Graf gemeinsam mit ihrer Partnerin Gabriela Sabatini die Chance im Damendoppel gegen die beiden Sowjetrussinnen Larissa Savchenko und Natalia Svereva einen weiteren Titel zu gewinnen. Eine Zusammenfassung im ZDF natürlich in Sport am Sonntag von 22.15 Uhr an. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Nachmittag und Abend. Auf Wiedersehen.